Er war der dickste Mann der Welt, Manuel Uribe. Zu Lebzeiten wiegt er über 550 Kilo. Sein gigantischer Körperumfang bringt ihn sogar ins Guinness-Buch der Rekorde. Der Mexikaner ist ein Medienstar in seinem Land. Seine Fettleibigkeit macht ihn schwer reich. Manuel Uribe stirbt im Mai 2014 unter mysteriösen Umständen. Focus TV über sein Leben und seinen rätselhaften Tod. Selbst sein Tod ist ein Medienereignis. Als man den Leichnam von Manuel Uribe in einem riesigen Sarg durch die Stadt fährt, sind Hunderte von Journalisten dabei. Weil eine Beerdigung bei seinem Körperumfang nicht möglich ist, wird Manuel Uribe in einem Krematorium eingeäschert. Sein Tod ist wie sein Leben voller Superlative. Die Geschichte beginnt in Monterrey. Die Industriestadt hat knapp 4 Millionen Einwohner und liegt im Norden Mexikos, nicht weit weg von der amerikanischen Grenze. Monterrey gilt als die Stadt mit den meisten Dicken in Mexiko. Im April 2006 kommt täglich ein Krankenpfleger zu Manuel Uribe. Der ist ans Bett gefesselt und das mit nur 40 Jahren. Seine Beine können die enormen Fleischmassen nicht mehr tragen. Manuel Uribes Gewicht liegt zu der Zeit bei geschätzten 560 Kilo. Für eine Waage ist er zu dick. Mit einer Tortilla-Rolle knetet der Pfleger die riesigen Beulen an Manuels Oberschenkeln weich. Seit 3 Jahren kann ich mich nicht mal mehr aufrichten. Seit 5 Jahren liege ich in diesem Bett. Davor konnte ich noch ein paar Schritte machen und selber aufs Klo gehen. Aber jetzt geht gar nichts mehr. Haben Sie mal eine Diät gemacht? Doch klar, viele. Auch die Produkte aus der Werbung habe ich probiert. Nichts hat geholfen. Ein wenig Linderung verschafft die Lymphdrüsenstimulation mit der Tortilla-Rolle aus der Küche. Das Ergebnis? Manuel kann zum ersten Mal seit 5 Jahren wieder regelmäßig Wasser lassen. Eine große Erleichterung für ihn und seine Mutter. Denn seit er sich nicht mehr bewegen kann, ist Otilia Garza Pflegerin und Köchin für ihren ältesten Sohn. 24 Stunden am Tag. Seit das staatliche Gesundheitsamt auf Manuels Schicksal aufmerksam wurde, kocht sie ihm eine verordnete Diät nach der anderen. Im Kühlschrank finden sich, ganz untypisch für mexikanische Haushalte, viel Obst und Gemüse. Seit letzten Freitag machen wir jetzt diese neue Diät. Davor war es eine andere. Die jetzt ist zwar ähnlich, aber doch auch wieder anders. Die letzte war viel komplizierter. Wie viele Kalorien hat sie? Ganz genau 3400 Kalorien pro Tag. Zum Vergleich, ein normalgewichtiger Mann braucht unter 2000 Kalorien pro Tag. Doch für den XXL-Mann sind 3400 Kalorien gerade genug zum Überleben. Sein Körper braucht sie. Denn allein das Atmen kostet so viel Kraft wie einen gesunden Mann das Fitnesstraining. Als Baby und Schulkind ist Manuel noch normalgewichtig. Doch er hat schon immer gerne gegessen. Und die mexikanische Küche mit Tacos und Tortillas gilt nicht gerade als leichte Kost. Fotos dokumentieren eine langsame, aber stetige Gewichtszunahme. Bei der Hochzeit 1986 wiegt Manuel dann 200 Kilo. Als das Paar anschließend in die USA zieht, ernährt es sich hauptsächlich von Fastfood. Manuels Gewicht steigt innerhalb von 12 Jahren auf über 400 Kilo. Ich glaube, das amerikanische Essen ist schuld. Es ist voller Suchtmacher. Alles ist chemisch. Und ich glaube, das macht einen so dick. Überall ist raffinierter Zucker drin. Das ist wohl das Hauptproblem. Schau dir doch die USA an. Mit dem Essen dort werden die Leute doch nur immer dicker. Sie haben eine richtige Epidemie an Übergewichtigen. Zurzeit bin ich der Dickste, ja. Aber die dort sind alle auch richtig dick. Seine letzten eigenen Schritte macht er 2001 auf dem Weg ins Krankenhaus. Weil Diäten nicht helfen, lässt sich Manuel 90 Kilo Fett am Bauch wegschneiden. Doch nach der Narkose treten Probleme auf. Manuel fällt für 29 Tage ins Koma. Erst danach erholt sich der Kreislauf. Vor 5 Jahren
kam ich aus dem Krankenhaus nach Hause. Und als ich mich in dieses Bett hier gelegt habe, ist mir die OP-Narbe aufgerissen. 120 Stiche. Das Bein war offen und ich musste hier liegen bleiben. Jeden Tag kam jemand, um mich zu waschen und um mir zu helfen. Seitdem liege ich hier. 5 Jahre lebt Manuel völlig unbemerkt von der Öffentlichkeit in der einfachen Wohnung seiner Mutter und wird dicker und dicker. Inzwischen wiegt er so viel wie ein ausgewachsener Eisbär. Dann wendet sich eine Nachbarin an den größten Fernsehsender Mexikos, Televisa. Als Manuels Entdecker gilt der Reporter José Luis Covarrubias. Täglich kommen nun Berichte über Manuel und sein Schicksal im mexikanischen Fernsehen. Die Resonanz auf unseren ersten Beitrag über Manuel war überwältigend. Niemand hier in Monterrey hatte jemals zuvor jemanden gesehen, der so dick war, immerhin mehr als eine halbe Tonne. Jeden Tag bekamen wir Hunderte von Anrufen. Alle wollen wissen, wie geht es ihm, was macht er, hilft er ihm? Und wir versuchen zu helfen, indem wir täglich über ihn berichten, seit mehr als 6 Wochen jetzt. Alle sind an seinem Schicksal interessiert. Manuel Uribe gelangt sogar ins Guinness-Buch der Rekorde als schwerster Mann der Welt mit 560 Kilo. Seine Popularität zieht die internationale Fachwelt an. Italienische Mediziner untersuchen und vermessen den menschlichen Fleischberg. Selbstverständlich vor laufenden Kameras. Die Ärzte bieten ihm eine kostenlose Operation an, die allerdings ihre Risiken hätte. Das Problem ist nicht die Operation an sich, sondern vielmehr, ob Manuel hinterher es schafft, wieder selbstständig ohne Hilfe eines Beatmungsgerätes zu atmen. Niemand weiß, was passieren wird. Schließlich hat keiner Erfahrung mit einem so schweren Patienten. Ein halbes Jahr später, im August 2006. Manuel will sich nicht noch einmal operieren lassen. Er will sein Ziel, eines Tages das Zimmer auf seinen Beinen verlassen zu können, durch eiserne Diät erreichen. Um ganz genau zu wissen, wie viel er schon abgenommen hat, lässt er sich auf eine umgebaute LKW-Waage hieven. Ein zweifelhafter Beweis, da die Waage weder geeicht ist, noch auf festem Boden steht. Doch auf ihr wiegt er unter 400 Kilo. Es hat sich sehr viel verändert in meinem Leben. In den letzten 6 Monaten habe ich 166 Kilo abgenommen. Das ist sehr viel. Und man sieht es auch. Alles ist weich und labbrig geworden. Aber vor allem körperlich fühle ich mich sehr gut. Manuel ist hoch motiviert. Ein Freund hat ihm ein Fahrrad umgebaut. Bevor das Training losgeht, legt er einen Herzfrequenzmesser für Sportler an. Guck, noch vor kurzem war der Knoten hier und heute schon hier. So viel habe ich an Umfang abgenommen. So viel hast du abgenommen? Ja, so viel. Manuel trainiert bis zu einer Stunde am Tag. Trotz seiner 400 Kilo hat er einen Ruhepuls wie ein Normalgewichtiger. 72 Schläge pro Minute. Für seine Ärzte ein medizinisches Wunder. Nach 30 Minuten Training steigt seine Herzfrequenz auf 94. Bei den Klimmzügen an der eigens gebauten Stahlkonstruktion kommt der Koloss sichtlich ins Schwitzen. Und auch die Sit-Ups fallen ihm unendlich schwer. Konntest du das vorher auch schon? Ja, das konnte ich auch schon vorher. Aber jetzt viel besser. Mit seinem Ruhm als Medienstar hat auch die Liebe Einzug gehalten. Claudia Solis ist die Witwe eines Freundes und kennt Meme, wie sie ihn zärtlich nennt, schon seit mehr als 3 Jahren. Und jetzt hat es scheinbar gefunkt zwischen den beiden. Die 28-Jährige ist Kosmetikerin und massiert Manuel mit einem Gerät, das die Haut straffen soll. Warum ich ihm helfe? Ganz einfach, weil ich ihn liebe. Auch wenn meine Familie davon gar nicht begeistert ist und nicht will, dass ich ihn besuche. Warum wollen die nicht, dass Sie herkommen? Schauen Sie doch an, er ist sehr dick. Darum. Weil das mexikanische Fernsehen über ihre Liebe berichtet, hat auch sie Anteil an seinem Ruhm. Genauso wie die Firma Body Solution aus Monterrey, die auf seine Erfolgswelle mitschwimmt. Gloria Martinez näht Korsetts für Übergewichtige. Stützwäsche, die normalerweise ein paar überflüssige Pfunde kaschiert. Heute nimmt sie Änderungen am Korsett ihres üppigsten Kunden vor.
Ich werde heute kleine Abnäher machen, damit das Korsett ihn wieder etwas mehr einschnürt. Es ist doch sehr locker geworden. Hier habe ich bereits Kürzungen vorgenommen. Und hier auch. Vor 2 Wochen habe ich die ersten Abnäher gemacht. Wie viel Meter hatte es denn zuerst? 5 Meter komplett, ja. 5 komplette Meter. Seit der 400-Kilo-Koloss das Korsett trägt, hat Gloria das Monstrum aus Gummi und Baumwolle immer wieder geändert. Alles kostenlos. Auch das Korsett selbst im Wert von 1.000 US-Dollar war ein Geschenk. Schließlich ist ein Auftrag für den berühmtesten und dicksten Mann in Monterey eine perfekte Werbung für ihre Firma. Die Anprobe übernehmen die beiden Inhaberinnen von Body Solution, Gloria Marin und Tere Muniz. Seit sie mit Manuel und dem Mega-Korsett im Fernsehen aufgetreten sind, ist die Nachfrage nach ihrer Presswäsche stark gestiegen. Ihre Rechnung geht auf. Schau, Manuel, dies ist dein neues Korsett. Der Umsatz ihrer kleinen Firma ist mit der Berühmtheit ihres Vorzeigekunden in die Höhe geschnellt. Aus 2 Filialen sind inzwischen 5 geworden. Manuels Körper ist mittlerweile weich und schwabbelig. Deshalb wird immer wieder anprobiert und zugeschnürt, um seinen Körper zu stützen. Das dritte Korsett jetzt ist total anders. Es ist hier oben sehr viel kleiner, denn seit er die Diät macht und unser Korsett trägt, hat er 30 cm an Umfang oben herum abgenommen. Hier unten herum hat er dafür aber 80 cm an Umfang dazu gewonnen. Wir mussten also unten deutlich vergrößern und oben verkleinern. Das ganze Fett, das hier oben war, ist nach unten gerutscht. 30 Minuten später sind die letzten Nadeln gesteckt. Tere und Gloria verabschieden sich und hoffen auf viele neue Kunden. Denn 70% der Erwachsenen in Mexiko gelten als übergewichtig. Im März 2007 ist der schwerste Mann der Welt deutlich beweglicher als bei unserem ersten Besuch. Doch Aufstehen ist noch lange nicht drin. Wenn die Pflegerin das Laken wechselt, wälzt sich der Fleischberg von einer Seite zur anderen. In den Beulen an seinen Beinen sammelt sich Flüssigkeit, die nicht abfließen kann. Mittlerweile hat Manuel Uribe einen lukrativen Werbevertrag mit der Diätfirma Sona abgeschlossen. Das Unternehmen lässt eine digitale Waage in den Boden einbauen. So kann es die Abnehmerfolge Manuels werbewirksam dokumentieren und veröffentlichen. Das, was du da siehst, sind die 6 Sensoren der Waage. Auf jeden kommt ein Rad meines Bettgestells. Und dann kann ich gewogen werden. Erika, stellst du sie mal auf Null, bitte? Das schwere Metallbett wird samt Manuel auf die Sensoren geschoben. Danach beginnt eine abenteuerliche Rechnung. Denn wer weiß schon, wie viel das Bett und die Matratze wiegen. Also was wiegst du jetzt? 588 Kilo? Das kann doch nicht sein, oder? 588 Kilo, das ist schon richtig. Gibst du mir mal bitte den Taschenrechner? Also, 588 minus 204 Kilo für das Eisenbett und die Matratze. Das macht 384 Kilo. Das wiege ich. Wie viel Gewicht hast du also in einem Jahr verloren? 176 Kilo. Selbst wenn Manuels Verlobte Claudia einkaufen geht, begleitet sie dabei ein Fernsehteam. Ganz Mexiko will wissen, was der Koloss von Monterrey ist. Auf dem Diätplan stehen lediglich Obst und Gemüse. Die Diät ist schon irgendwie schlimm. Man wird sie sehr schnell leid. Keine Nudeln, keine Pizza und gar kein Brot. Alles, was lecker schmeckt wie Spaghetti oder Kuchen, ist verboten. Und dann kann Manuel eines Tages aufstehen, an den Kühlschrank gehen und rausholen, was er mag? Das sage ich auch immer. Aber er hat keine Wahl. Entweder er bleibt weiterhin auf Diät oder er stirbt. Es ist eine Entscheidung, ob er leben oder sterben will. 2 Kilo Tomaten und 2 Kilo Avocado nimmt Claudia mit nach Hause. Eine Tagesration für ihren Manuel. Sein Diätarzt schwört auf die Kraft aus der Avocado.
Eine Theorie, die umstritten ist, da der Fettgehalt des grünen Goldes, wie die Azteken die Frucht nannten, bei fast 30% liegt. Vielleicht eine Erklärung dafür, dass die Diät von Manuel in den letzten 5 Monaten etwas ins Stocken geraten ist. Im April 2008 reisen der Kardiologe Dr. Gustavo Orozco und seine Schwester Dr. Silvia Orozco an, zur Visite bei Manuel Uribe. Die beiden sind die örtlichen Vertreter des amerikanischen Diätarztes, mit dem Manuel sein Geld verdient. Neben dem Werbevertrag weiß der dickste Mann der Welt auch über die Presse sein Schicksal gewinnbringend zu vermarkten. Zum Untersuchungstermin lädt er die Medien aus aller Welt ein. Gegen Bezahlung. Zum Gesundheitscheck reicht dem Arzt der Zeigefinger. Also, deine Sauerstoffsättigung im Blut liegt bei 95%. Zwischen 90 und 100 liegt das Ideal, also ein sehr guter Wert. Dein Puls liegt bei 69 Schlägen pro Minute. Das ist fast ideal. August 2008. Mit diesem Viehtransporter will Manuel Uribe den ersten Ausflug seit Jahren wagen. Im T-Shirt seines Sponsoren und mit seiner Verlobten soll es ans Meer gehen. Claudia Solis ist zuversichtlich, dass alles gut geht. Nein, ich mache mir keine Sorgen. Ich bin einfach nur etwas müde wegen all des Rummels der letzten Tage. Aber Manuel ist glücklich und das ist gut so. Er hat nämlich auch Tage, wo er nur weint und weint. Dann würde ich ihn so gerne hier rausholen, aber wie soll ich das alleine machen? Nein, das heute ist gut. Er hat allerdings vor Aufregung kaum geschlafen. Ein menschlicher Koloss geht auf Reisen. Ein Gabelstapler hebt ihn samt Bett auf den Viehtransporter. Manuel Uribe ist mittlerweile seit 7 Jahren ans Bett und an seine Wohnung gefesselt. Doch heute kommt er an die frische Luft. Heute ist mein Tag. Gott, ich danke dir, dass du mir diesen Tag geschenkt hast. Der Ausflug ist wie immer gut vermarktet. Der Corso wird von etlichen zahlenden Kamerateams begleitet. Gegen Mittag ist der Stausee Presa la Boca endlich erreicht. Für Manuel, der vor 9 Jahren das letzte Mal hier war, ein bewegender Moment. Doch dem Dicken macht die Hitze zu schaffen. Ich wusste schon, dass es warm wird, aber so heiß? Ich meine, ich bin von hier. Ich bin eigentlich an solche Temperaturen gewöhnt. Aber du musst dir vorstellen, ich bin seit langer Zeit nicht aus meinem gekühlten Zimmer rausgekommen. Und jetzt fühlt sich das für mich natürlich noch wärmer an als für andere. Mein Körper fühlt die Hitze. Zum Essen geht es deshalb in den Schatten. Manuel ist immer noch auf Diät. Es gibt Hühnchen, Reis, Gemüse, aber auch Frittiertes. Passt das zu einem Diätplan? Angesichts des gesunden Appetits und seines Leibesumfangs hat mancher Journalist seine Zweifel, ob Manuel wirklich 200 Kilo abgenommen hat. Also, wenn ich ehrlich bin, für mich sieht er aus wie immer. Klar behaupten die Ärzte, die ihn betreuen, ständig, dass er abgenommen hat und auch weiterhin abnimmt. Aber ich glaube das nicht mehr. Von einer anderen Seite habe ich gehört, dass er es mit der Diät nicht sehr genau nimmt und auch kein Interesse hat, wirklich abzunehmen. Ich bin gespannt, was noch so passiert und erzählt wird. Offiziell wird sein Gewichtsverlust anerkannt. Laut Guinness Buch der Rekorde ist Manuel 2006 der dickste Mann der Welt, aber auch der, der innerhalb eines Jahres mit 200 Kilo am meisten abgenommen hat. Ich habe sehr viel an Muskelmasse aufgebaut, aber auch sehr viel an Körperfett verloren. Schau all das Fett hier an. Und jetzt erinnere dich daran, wie ich früher aussah. Wie üppig ich war. Ich habe sehr viel abgenommen. Überall. Aber hast du an Gewicht verloren? Schau, ich kann inzwischen sogar meinen Hintern anfassen. Klar, meine Kugeln an den Beinen sind immer noch riesig. Aber es ist auch sehr viel Wasser drin. Die Menschen sind immer so auf die Waage fixiert. Sie wollen immer sehen, dass ich viele, viele Kilos abgenommen habe. Aber ich weiß eben, dass ich Körperfett verliere und dafür Muskeln aufbaue. An seiner Geschäftstüchtigkeit gibt es keinen Zweifel. Als Manuel im Oktober 2008 heiratet, verkauft er die Rechte an der Zeremonie für eine 5-stellige Summe. Manuel ist durch seine Fettleibigkeit reich und berühmt geworden. Die Presse empfängt auch seine Braut wie einen Popstar. Juni 2010.
knapp 2 Jahre nach der Hochzeit. Manuel und Claudia haben das Geld in ein neues Haus investiert. Es ist Wohnung und Garage zugleich. Denn der 44-Jährige lebt und schläft auf der Ladefläche eines umgebauten Lieferwagens. Es hat sich viel verändert. Ich habe eine Arbeit und dieses Auto hier. Es heißt Mememobil und es hilft mir sehr. Ich habe es zusammen mit einem Freund entworfen und umgebaut. Jetzt kann ich fast wie ein normaler Mensch leben und zum Beispiel Ausflüge mit Claudia machen. Mein Leben ist sehr viel einfacher geworden. Wir sind sehr glücklich in diesem Haus. Auch das habe ich übrigens umbauen lassen, damit ich mitsamt des Autos hineinpasse. Manuel hat wieder zugenommen und wiegt jetzt 450 Kilo. Angeblich durch das viele Wasser in seinen Beinen. Seit 1,5 Jahren lebt der Koloss auf diesem Auto. Ein gewisser Fortschritt. Doch ohne Hilfe geht nach wie vor fast nichts. Er war der dickste Mann der Welt, Manuel Uribe. Die letzten Jahre vor seinem mysteriösen Tod arbeitet der mexikanische Koloss als Ernährungsberater in Schulen. Er stellt sich selbst aus als abschreckendes Beispiel. Denn ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in Mexiko gilt als übergewichtig. Manuel Uribe will nicht, dass sie einmal so werden wie er. Wir müssen alle lernen, anders zu essen, gesund zu essen. Und ihr müsst mehr auf Kohlenhydrate und Fette achten. Das sind Dickmacher. Freundlicher Applaus für den Mann aus Film und Fernsehen. Die Kinder freuen sich auf den lange ersehnten Fototermin mit dem berühmten Mexikaner. Seit Jahren ist Manuel weder aufgestanden noch gegangen. Trotzdem ist er nach wie vor davon überzeugt, dass er das eines Tages schaffen wird. Diesen Traum, eines Tages gehen zu können, den gebe ich nicht auf. Er ist in meinem Kopf und in meinem Herzen. Ich bin jetzt auf der Hälfte des Weges. Aber du wirst sehen, mit Gottes Hilfe werde ich es schaffen. Mai 2014. Manuel Uribe kommt mit Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus. Er wiegt knapp 400 Kilo, so wenig wie lange nicht mehr. Doch die jahrelangen Diäten haben seinen Körper überfordert. Manuel stirbt im Alter von 48 Jahren. Auch sein letzter Weg ist spektakulär. Ein Schwertransporter fährt den riesigen Sarg ins Krematorium. Am Ende wird der dickste Mann der Welt in dieser kleinen Urne beigesetzt.